Weiteren Folge Biofarming, immer noch schön in Montana, immer noch leider mit einem Traktor. Na, hier nennt sich das ja bald. Gleich vorweg, da kamen noch ein paar neue hinzu, der 724 Fendt, der Lamborghini Mach 250 VRT und der New Holland T6 160, aber da wird es dann noch ein anderes Video zu geben, denk mal so Wochenende, Samstag oder Sonntag, je nachdem wann die Zeit da ist. Erstmal wieder schauen. Ah, dauert noch ein Tag, dauert noch 6 Stunden, dauert noch 17 Stunden, dauert noch 2 Tage. Theoretisch habe ich ja noch ein Feld, was bearbeitet werden kann. Aber ich denke mal, was haben wir denn jetzt, 6:50 Uhr? Ja. Da kann der Helfer jetzt mal hinfahren und mal ein bisschen arbeiten gehen. Wo hält man bestimmt keinen Flug an? Wo auch nicht. Aber so kann man einen anhängen. Flug sieht auch wieder aus, als ob er gearbeitet hätte. Wird echt mal wieder Zeit für einen Waschstart. Jetzt am Freitag bzw. heute soll ja auch ein neuer Patch rauskommen mit veränderbarer Tastenbelegung, ein G920 und ein Thrustmaster T300 Support soll auch eingebaut werden. Dazu noch ein paar andere Verbesserungen, von daher nicht wundern, dass ich das Update hier noch nicht habe. Ist wieder mal eine Vorproduktion. 2-3 Folgen. Man weiß ja, DSL 2000 und hochladen. Es dauert ja mal ein paar Stunden, bis das alles fertig ist. Also kann es sein, dass erst am Sonntag oder erst am Montag die neuen Folgen kommen mit dem neuen Update. Weil wenn ich jetzt 3 Folgen aufnehme, habe ich für heute noch mal eine Folge und für morgen dann noch mal 2. Oder ich mache 5 Folgen, habe ich auch für Sonntag eine. Beziehungsweise 2 Folgen. Mal schauen, je nachdem wie ich Lust habe. Noch ist die Motivation ja da, noch spiele ich das Spiel nicht außerhalb der Aufnahmen. Ist ja immer so eine Gefahr, dass man, wenn man irgendwas spielt, außerhalb der Aufnahmen, dass man daran die Lust verliert. Ich habe ja genug Spiele, wo das der Fall ist, die ich gespielt habe, dann außerhalb der Aufnahmen gespielt habe, um zu schauen, wie das funktioniert oder ob man was Besseres machen kann. Ja, dann war die Lust weg. Von daher, Biofarm wird nicht außerhalb der Folgen gespielt, außer ich mache irgendwelche Mods drauf, schaue, ob sie funktionieren, dass sie nicht wieder eine weiße Textur haben. Aber sonst mache ich eigentlich nichts außerhalb der Folgen. Ist aber auch ganz gut so. Ja, ich weiß, das soll der Helfer machen, aber dann habe ich ja nichts zu tun. Noch gibt es nur einen Traktor hier auf diesem Hof. Ich könnte mir zwar auch Geld leihen und ich will wieder einen zweiten kaufen, aber kostet alles wieder Geld dann. Wobei, schauen kann man ja mal kurz, was der Traktor hier kosten würde, wenn ich mir denselben kaufe. 35.000 und der ist mir irgendwas für die Plantagenarbeit. Also Minimum 35.000 bräuchte ich. Da kann man den auch für was anderes benutzen. Kleine, aber flinke, wendige Maschine, dank der Traktion seiner Ketten auf dieser Traktor nahezu jede Art von der Feldarbeit geeignet. Jede Feldarbeit geeignet. Raupentraktor leicht. Er kann auch mit dem Flug umgehen. Aha. Raupentraktor leicht. Schwer. Also für den bräuchte ich dann schon mal den mit 35.000.
gut, der kostet 30.000. 98 PS hat der hat 75 PS. 20 Liter pro Stunde. Na gut, der braucht 24. Mal schauen, entweder den für 30.000 oder den dann für 35.000. Dauert ja noch ein bisschen, haben wir ja erst 8.000. Ist aber erst Tag 2. Die nächsten Tomaten stehen auch an. Hühner sollten auch bald erwachsen sein, damit sie dann Eier legen dürfen. Paprika-Export hat hier auch sehr gut funktioniert. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich mit den Tomaten machen wollte. Da wollte ich die ja auch exportieren. Schauen, ob das dann mehr bringt. Beim letzten Mal waren es 1900 irgendwas bei den Tomaten. Wenn ich mich richtig erinnere. Denn irgendwas muss es ja bringen, ob man die Tomaten dann hier heimisch verkauft in den Lebensmittelfabriken oder ob man sie dann exportiert in andere Länder und sie dort verkauft hat, sie in Italien verkauft. Wie gesagt, irgendwas muss es ja bringen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient. Irgendeinen Sinn wird da schon haben. Wenn ich mal so nebenbei drüber nachdenke. Auf der deutschen Teil gibt es ja leider nur ein Feld. Ein ziemlich großes Feld. Also für die. Nein. Die Geräte, die ich habe, schon fast zu groß. Also ich überlege mir, dass man da dann auch schon mal hinfährt, schon mal Raps und sowas anbaut. Wie gesagt, für die Maschine hier könnte es schon ein bisschen zu groß sein, das Feld. Es müsste noch ein bisschen größer sein als das hier, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Kann man ja mal in den nächsten Folgen mal drüber nachdenken, mal nach Deutschland zu gehen und da mal ein bisschen Raps anzubauen. Nehmen wir den Traktor, den Pflug, den Grupper, die Zisterne und die Sämaschine mit. Mal schauen. Habe noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Aber allein schon dieses Feld dauert sehr lange. Wenn man da mal an die Gerstenernte-Mission denkt, im Kampagnenmodus, allein das hat ja schon 4 Folgen gedauert, die Mission da abzuschließen. Das war ja eine sehr lange Mission. Ein großes Feld, wenn man so einen kleinen Flug dabei hat. Aber es wird Geld, wenn man sich noch nicht mal einen zweiten Traktor holen kann. Ist natürlich passend. Der Arbeiter würde hier fliegen, würde vorausfahren. Ich würde damit mit dem Grupper hinterherfahren. Schon wird es dann schneller gehen mit der Feldbearbeitung. Aber ich habe gehört, wenn man sich die DLCs holt und sie dann Fahrzeugladen auswählt,
die dann automatisch und beziehungsweise kostenlos dann erscheinen auf der Karte. Und die DLCs hole ich mir erst dann nächste Woche Freitag oder Donnerstag, mal schauen. Bisschen was braucht man ja auch noch zum Leben, zum Essen kaufen oder sowas. Auch wenn es nur jeweils 2 Euro sind. Spielt gerade echt mit dem Gedanken, zur Bank zu gehen und da einen Kredit aufzunehmen. Nur mal so interessenhalber. Bank. Ratenzahlungen in 12 Monate, das wären dann pro Monat 4500. Oder ist das pro Tag? Ein Kredit via Tablet aufzunehmen ist teurer als ein Bankkredit bei 1%. Aufnehmen oder nicht aufnehmen? Ich meine, dann könnte man sich zumindest mal einen zweiten Traktor kaufen und hätte noch ein bisschen ein kleines Puffer, falls es doch jeden Tag bezahlt werden muss. Aber ich denke mal, das wird dann eher pro Tag sein. So. Haben wir uns entschieden. Haben zumindest mal einen zweiten anschaffen. Dann kannst du da nochmal arbeiten. Ich will die Zeit nicht hochstellen, ich soll auf 24 bleiben. Erstmal bitte. Tag ein bisschen rumgeht. Na, böse Hänger. Jetzt hat es gefangen. Fahrzeugmarkt. Kann ich mich auch da hoch teleportieren oder muss ich da hochfahren? Fahrzeugmarkt war dort. Ah, teleportieren geht auch. Gut. Kaufen Traktor, entweder den oder so einen kleinen Raubentraktor. Von der PS-Zahl hat er ja ein bisschen mehr, aber kann nicht so viel tragen. Beziehungsweise ziehen ist ja nur ein Traktor leicht. Flug schafft er ja nicht angeblich. Was ja dabei steht: Raubentraktor schwer, Traktor schwer, Traktor mittel. Also einen Flug kann er ziehen, aber den Grupper nicht. Noch einen zweiten. Zeit 29.900. So. Jetzt müsste es schon mal doppelt so schnell vorangehen. Jetzt habe ich noch 28.000.
Das behalte ich mal lieber. Man weiß ja nie bei den ganzen Krediten. Wenn man sich höchstens mal einen zweiten Hühnerstall oder sowas zulegen. Die kosten hier leider 45.000. Oder mal ein Windrad bauen für 4.000. Weil man schon mal ein tägliches Einkommen von 200 Euro. Status 45% Wachstum. Wasser brauchen die auch unbedingt. Und der jetzt 120% hat, damit der andere auch nur noch 20% haben. Daher mal die Zisterne holen kurz. Mal Wasser nachfüllen. Aber diese kleinen Ruckler, die sind ein bisschen nervig. Da spielt man mal ein bisschen in der Grafik rum. Schon hakt es ab und zu mal. Aber daran wollen sie ja auch arbeiten im nächsten Patch. Schön, die Tomaten sind fertig. So, kann man die Zeit wieder ein bisschen runterstellen. Dreifach, nicht, dass es zu schnell vorbeigeht. Ist noch da drüben. Ja, die Tomaten sind fertig. Habe ich ja jetzt 3 Tage Zeit, die Tomaten hier abzuholen. Wobei, da sie ja jetzt gerade fertig sind, was brauchen wir nicht immer die Tomaten an 14 Stunden, bis Tomaten entsprechend erwachsen sind. 40% liegen dort. Also 14 Stunden brauchen die Tomaten, um einmal geerntet zu werden. Das kann ich ja dann in der nächsten Folge mal probieren mit dem Export da oben nach Italien. Lass mal wieder bewässern gehen, das ist wichtiger. Einmal auffüllen. Und das andere Gewächshaus bewässern. Überhaupt richtig, nicht dass ich mich wieder verfahren habe. Ich glaube, eine Vogelscheuche bei Gewächshaus Nummer 3 ist da Nummer 3. Ja, wollte ich mir auch mal zulegen irgendwann mal. Für die Kohlköpfe an jedes Gewächshaus einer Sorte. Ah, du bist auch wieder voll.
Hat keiner gesehen. Ich und rückwärts reinfahren. Ist auch eine Kunst für sich. Aber gut, dass du da drüben arbeitest. Ja, aber schon vernünftig arbeiten. Wenn wir hier schon mal den Anhänger holen. Wobei, kann man die Tomaten nicht auch in diesem Pickup da drüben laden? Würde dann zumindest schneller gehen, was den Verkauf angeht. Das probiere ich aber erstmal in der nächsten Folge aus. Vielleicht funktioniert das ja mit den Tomaten in den Pickup laden. Jedenfalls machen wir hier erstmal Schluss. Das mit den Tomaten-Export, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Auch ob das mit dem Pickup funktioniert. Kann ja es sein, wenn man kann man auch damit auch Dünnhaltsäcke transportieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.